herzlichen Dank. Thank you very much. I will speak in English. Super, vielen herzlichen Dank. Ich werde Englisch reden, obwohl das Einfache nur für mich ist. Mein Deutsch ist rostig geworden, ist eingerostet, obwohl das eine schöne Sprache ist, die ich ein paar Jahre gelesen habe. Aber ich habe die Studie in Englisch abgefasst und deswegen spreche ich in meiner Muttersprache auf Englisch. Und danke für Ihre Geduld und ich freue mich auch auf Ihre Fragen auf Deutsch. Ich werde jetzt meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Momentchen. Da sind wir. Ich habe ein paar Folien vorbereitet. Wir haben ja bereits gehört, dass ich Ihnen einen kurzen Überblick geben werde über die Argumente, die ich in meiner Studie, in dieser Fallstudie präsentiere. Ich habe diese Studie letztes Jahr in den USA durchgeführt, vor den Wahlen 2021. Da wurde diese Studie herausgegeben zum Thema Antifeminismus und Geschlechterungleichheit. Populistischer Nationalismus und Trumpismus werden ebenfalls darin abgedeckt, denn dabei geht es um Populismus, Nativismus, unvorhersehbare Führungspositionen, die 2016 zu Trumps Wahl geführt haben. Was sage ich in meiner Studie? Nun, da konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Wahlen in 2016, denn ich habe vor den Wahlen 2020 diese Studie geschrieben. Kurz nach den Wahlen, ein paar Tagen danach, habe ich noch ein oder zwei Absätze und zusätzliche Gedanken in die Studie mit aufnehmen können, aber das war erst im letzten Sommer. Die Frage ist also, warum haben so viele Frauen gegen ihre eigenen Interessen gewählt? Mehr als 40% der Frauen und die Mehrheit der weißen Frauen haben 2016 für Trump gestimmt und in dem Jahr 2020 gingen die Zahlen noch weiter hoch. Das waren keine reflektierten Veränderungen, die bei Frauen stattgefunden haben, sondern 44% der gesamten Frauen und 55% der weißen Frauen stimmten für ihn. Ich sah aber, dass trotz der Tatsache dafür, dass er ein Kandidat war, der frauenfeindliche Ideen ausgedrückt hat und auch Dinge ausgesprochen hat, die wirklich nicht im Interesse von Frauen gewesen sind. Warum haben Sie dennoch für ihn gewählt? Warum haben Sie ihn so stark unterstützt? Es gibt drei soziale Bewegungen, die gleichzeitig stattgefunden haben und zu dieser Unterstützung geführt haben. Erstens die Geschichte der Tea Party. Das hat auch etwas mit Frauen zu tun und die Mobilisierung von Frauen im Bereich der Politik wurde dadurch gefördert, vor allem in konservativen Parteien in den USA. Zweitens geht es um die Beziehung von Politik in den USA mit evangelikalen Christen und vor allem in Bezug auf geschlechterspezifische Fragen. Ist man ein Mann oder ist man eine Frau in den USA? Und drittens ging es um eine politische und anti-elitäre Wiederbelebung, die über Jahrzehnte stattgefunden hat, und auch um eine antiwissenschaftliche Einstellung. Das erkläre ich gleich noch. Ich möchte aber sagen, dass all diese drei Entwicklungen, die in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden haben, sich überschnitten mit geschlechterspezifischer Mobilisierung zum Thema traditionelle Mutterrolle, Pro-Leben-Gefühle, Vorgehensweisen gegen Abtreibung, Schutz der Zukunft von Kindern. Und das führte dazu, dass die Rolle der Frauen im Schutz der Familien gesehen wurde. Und da wurden neue Definitionen geschrieben. Man hat den Feminismus in gewisser Weise neu definiert durch konservative Frauen. Diese versuchten zu sagen, auf erfolgreiche Art und Weise, dass Feminismus nicht einem die Wahlmöglichkeiten geben sollte, sondern dabei ging es um Unabhängigkeit von der Regierung. Und damit wurden die Ideen des Feminismus neu artikuliert. Stuart Darby schrieb ein Buch, das hieß Sisters in Hate im letzten Jahr. Und sie haben gesagt, die Frauen organisieren sich eigentlich gegen ihre eigene Freiheit. Warum ist das so? Da gab es viele schwierige Erklärungen, die besagt haben, warum das so ist. Man muss daran verstehen, dass fast alle Amerikaner nach Parteiprogrammen abstimmen oder nach Kandidaten. Und das passierte auch 2016 und 2020. Die meisten Leute, die etablierte Republikaner sind, haben immer für diese Partei gestimmt. Und das Gleiche gilt für die Demokraten. Die Kandidaten sind eigentlich nicht so wichtig, wie sie sich manchmal präsentieren. Das erklärt nicht alles, aber es gibt diese traditionellen republikanischen Themen, wie zum Beispiel die, dass die Frauen eine weniger wichtige Rolle spielen. Aber es gab eine soziale Positionierung von Frauen.
gute Argumente dafür, für den Status quo von weißen Frauen, die geschützt werden sollten. Man wollte ein System aufbauen, das ihnen zum Vorteil gereichte, im Gegensatz zu den Frauen, die Minderheiten angehören. Und das ist wirklich sehr wichtig. Auch selbst wenn das System ihnen selbst nicht zugutekommt, ihre Rolle wird auch in der Hierarchie des Statuses den anderen Frauen übergeschützt. Und dann ist es noch weiter interessant und zu beobachten, was es im Bereich der Wahl von 2016 gab in Bezug auf geschlechterspezifische Argumente. Viele Frauen waren gegen Hillary Clinton und nicht so sehr für Donald Trump. Und das hat viel zu tun mit wahrgenommener Feindseligkeit gegenüber Hillary Clintons Einstellung gegenüber der traditionellen Frauenrolle oder den traditionellen Werten gegenüber, wie zum Beispiel die Mutterposition oder das Arbeiten zu Hause. Und das hatte auch zu tun mit öffentlichen Äußerungen, die sie getätigt hatte. Darüber spreche ich und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Das war früh der Fall in der Kampagne von Hillary Clinton. Auch in den 90ern, da sagte sie sowas wie, ich bin ja keine Mutter, die zu Hause bleibt und Kekse backt. Also das war irgendwie ein bisschen beleidigend. Und man fühlte sich dann als Frau einfach etwas herabgesetzt. Man wurde nicht richtig respektiert. Und das war eine populistische, anti-elitäre Einstellung, die daraus erwuchs. Und in der Küste sind es Leute, die Flyover bezeichnet werden, die kümmern sich eigentlich gar nicht darum, was im Land selbst passiert. Und das stärkte diese geschlechterspezifischen Positionen. Wie geht es denn jetzt nochmal zu mit der Tea Party? In der Geschichte war das einfach nur eine Phase von 10 Jahren. Die Tea Party kam und ging, aber sie hat die politische Szene überrollt auf eine ganz besonders wichtige Art und Weise, denn konservative Frauen wurden durch mobilisiert als Trump-Anhängerinnen. Und Sarah Palin sprach über die Mama Grizzlies. Sie hat diesen Begriff geprägt. Und da sagte man, Frauen sind wie Grizzlybären, um ihre Kinder zu verteidigen, um die Familie zu verteidigen, um gegen jedwede Bedrohung vorzugehen. Und das wurde unterschiedlich interpretiert. Es gibt Bedrohungen durch zu viel Regierungsaktivitäten, Bedrohungen durch den Staat, Bedrohungen durch Immigranten. Und sie schienen sich gegen die Regierung zu positionieren in Verteidigung der Familienwerte und Rechte. Viel von dem, was sie getan hatte und was die Tea Party auch erreichte, war die Demobilisierung einer Struktur. Viele Frauen haben sich jetzt deswegen lokal in der Politik aktiv eingeschaltet. Und man dachte, Muttersein ist ein politischer Akt. Und politische Führung und das Hausfrauendasein wurde miteinander kombiniert. Und das unterscheidet sich natürlich grundlegend von der Rolle von Frauen auf nationaler Ebene. Aber diese Frauen wurden jetzt aktiv auf lokaler Ebene durch die unterschiedlichen Abteilungen der Tea Party, von der viele von Frauen geführt wurden. Sie wurden auch zu politischen Führungskräften, aber Motherhood wurde eben als politischer Akt angesehen. Und somit haben sie versucht, den Feminismus von sich selbst in Anspruch zu nehmen und neu zu gestalten. Das Argument lautet also, dass der Feminismus gezeigt hat, dass es nicht um die Wahlmöglichkeiten, sondern um Autonomie geht. Und die Autonomie heißt hier hauptsächlich die Autonomie von der staatlichen Regierungsform. 2019 starb die Tea Party eigentlich aus oder sogar ein bisschen vorher. Und Trump wurde plötzlich ersetzt durch den Trumpismus sozusagen. Und viele Frauen wurden deutlich mobilisiert und konservative Frauen haben sich deswegen sehr stark engagiert. Gleichzeitig gab es aber auch eine grundlegende Unterstützung für die evangelikalen Wählerinnen für Trump. Und hier gibt es Überschneidungen zwischen den evangelikalen Christen, nationalistischen Überzeugungen und Familienwerten. Die haben zu dieser Entwicklung geführt. Und deswegen gab es mehr Unterstützung für Trump. Trump hat von weißen Evangelikalen viel Unterstützung bekommen. 2016 waren es 81%. Die haben ihn unterstützt. Und es gab diese starken Narrative über Maskulinität,
Männlichkeit und traditionelle Geschlechterrollen und die Abschwächung der Nation. Das ist in vielen evangelikalen Äußerungen deutlich geworden im Zusammenhang mit Politik und die Rolle des Landes. Und man sagte, die moralische Degeneration muss bekämpft werden, sowie auch üble und nationale Abstumpfung. Man sagte, das Land ist auf dem falschen Weg. Das Land ist zu nostalgisch. Und wir sprechen über viel zu viel Vergangenes. Es gibt Bedrohungen für Familienwerte durch Abtreibung, durch die Änderung der Geschlechterrollen, durch gleichgeschlechtliche Heiraten, durch unterschiedliche Bedrohungen gegenüber den traditionellen Geschlechterrollen und den Familienwerten. Und dann kommt Trump daher und macht diese utopischen Versprechungen und sagt, nun, wir müssen Amerika great again machen. Das hat etwas zu tun mit einem nostalgischen goldenen Zeitalter. Und das hat viele angesprochen, weiße evangelische Konservative, die sich durch die sozialen und demografischen Veränderungen bedroht sahen. Und man dachte, das stellt doch unsere Werte in Frage, was Familien und traditionelle Geschlechterzuweisung betrifft. Ich habe das oft gehört, aber Trump verkörperte die amerikanische Stärke. Es wurde nicht nur toleriert, diese Maskulinität, sondern er hat es wirklich an sich verkörpert. Denn er wurde als jemand angesehen, der sich einsetzte für die Verteidigung ihrer Werte. Und deswegen sollte er einen Machtstatus haben. Das war das Ziel. Dann gab es auch noch ein drittes Phänomen, und das haben wir auch beobachtet, und das haben wir auch überall in der Welt beobachtet und darunter auch in Deutschland. Und damit meine ich den Populismus und auch antigeschlechtliche Sichten und auch gegen die Wissenschaft. Das sind Tendenzen, die wir überall sehen. Und ich glaube, das ist es ja auch jetzt nicht nur in Deutschland der Fall, sondern auch in Amerika, dass zum Beispiel man denkt, dass auf dem Universitätscampus, dass da ganz subversive Elemente unterwegs sind und dass da eine unsichtbare Macht dort versucht, die Regierung zu stürzen, also dass man jetzt gezwungen wird, andere Pronomen zu nutzen und so weiter und so fort. Also alle diese Anschuldigungen, Behauptungen von denen man sich bedroht fühlte in diesen populistischen Bewegungen. Also die ganze Universität wird damit angegriffen, also überhaupt das ganze akademische Umfeld. Und bevor wir hier mit der Diskussion begonnen haben, habe ich in dem Vorgespräch auch gesagt, dass es auch eine Hysterie gab und um die sogenannte Anti-Race-Theorie und dass Leute das Gefühl hatten, dass die Traditionen ausgehoben werden und dass man eigentlich wieder die gute Vergangenheit wieder hervorholen wollte und die Traditionen auch wahren sollte und dass die Universitäten eine Gefahr sind für die westliche Kulturen und auch eine Gefahr für Religion. Und das hat Trump ja auch immer wieder betont. Und er hat dann auch das in auch schon getan, als er noch nicht erwählt worden ist. Und dann hat er zum Beispiel auch die Sprache versucht zu ändern und auch gesagt, dass diverse Wörter nicht benutzt werden dürfen. Ich werde jetzt gleich zum Ende kommen, aber ich möchte jetzt noch etwas zu den Auswirkungen haben, denn es ist ja nicht nur Rhetorik, um die es hier geht, sondern das sind auch physische Auswirkungen. Und da geht es auch um die reproduktiven Rechte und auch Anspruch auf Schwangerschaftsabbrüche. Da haben die Frauen sich ja auch sehr eingesetzt für ihre Rechte. Und es gibt zum Beispiel immer mehr Bundesstaaten in Amerika, die versuchen, die Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten. Das haben wir in Amerika auch ganz besonders, dass zum Beispiel auch nationale Organisationen keine staatlichen Gelder mehr bekommen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel auch befürworten. Und
Präsident Trump ist da ja auch ein überzeugter Christ und er hat genau diese Werte auch immer geäußert, also gegen Schwangerschaftsausbrüche, Abbrüche und auch gegen feministische Rechte. Ich möchte jetzt noch ganz kurz über die Gegenbewegungen und Gegenstrategien sprechen, also denn es gibt durchaus auch Strategien, wo man versucht, gegen diese populistischen Tendenzen anzugehen. Also da gibt es unterschiedliche soziale Bewegungen in Amerika und die haben sich geformiert als Reaktion auf Präsident Trump, aber auch Bewegungen, die sich gleichgeschlechtliche Menschen zusammengetan haben oder Transgender-Menschen. Also wir haben zum Beispiel in meiner Stadt schon ganz viel Schwulenpartys und Diskos von allen möglichen LGBT-Communities und dass sie versuchen, die Identitäten, die man ihnen eigentlich wieder wegnehmen wollte, nochmal ganz deutlich zu zeigen. Also und auch diese Black Lives Matter-Bewegung, das ist natürlich auch sehr wichtig, was wir im letzten Jahr diesbezüglich gesehen haben und auch was passiert ist unter den Bedingungen der Pandemie, also zum Beispiel auch der Mord an George Floyd. Und da gab es auch ganz, ganz viele Aktionen, auch von Gewerkschaften und anderen. Also da gab es zum Beispiel die Busfahrer, die gesagt haben, wir fahren jetzt diejenigen, die nur aus Rassengründen verhaftet worden sind, jetzt nicht ins Gefängnis und haben gestreikt. Das heißt, all diese Bewegungen gab es und dass man auch versucht hat, in der Demokratischen Partei die Menschen zu mobilisieren. Und es gab Kampagnen mit weiblichen Kandidatinnen, die auf die Parteilisten gesetzt worden sind. Und das war unter dem Motto She Should Run. Und das gab natürlich auch darüber hinaus auch sowohl Auseinandersetzungen vor Gericht, die Gesetze angefochten haben und versucht haben, überhaupt Gesetze zu verändern oder neue Gesetze entwickeln zu lassen. Und einige von diesen Klagen, da haben wir ja schon einige Ergebnisse gesehen. Ich habe jetzt eine ganz kurze Möglichkeit gehabt, vor der Wahl auch zu Menschen zu sprechen und habe dann auch über Sexismus reden können. Aber ich habe das versucht, auch vor den Wahlen in Amerika im letzten Jahr, um neue Wähler zu mobilisieren. Und dass man auch gesehen hat, dass die Gewalt gegen Frauen auch angestiegen ist und dass darauf wollten wir hinweisen und dass man da dagegen auch etwas tun soll und dass wir auch gesehen haben, dass auch Frauen verhaftet worden sind bei dem Sturm auf das Weiße Haus und dass sie auch sich da mit beteiligt haben. Und da sehen wir auch unterschiedliche Arten von Mobilisierung von Frauen, also nicht nur in der Demokratischen Partei, sondern auch bei den Verschwörungstheoretikern und auch in Anti-Regierungsgruppen und auch in feministischen Gruppen, also da tun sich ganz seltsame Koalitionen zusammen. Das haben wir im letzten Jahr beobachten können und das ist schon sehr seltsam gewesen und das hat sich dann auch in der Pandemie nochmal anders gezeigt, aber darüber können wir vielleicht nochmal näher später sprechen und ich glaube, jetzt sind viel zu lange gesprochen.